Blockaden im Brustwirbelsäulenbereich können uns das Gefühl geben, eingeschränkt und eingesperrt zu sein. Sie können uns daran hindern, uns frei und unbeschwert zu bewegen und das Atmen schwer machen und uns das Gefühl geben, dass wir nicht mehr richtig leben können. Im heutigen Interviewausschnitt mit der Moderatorin Ulrike Mersinli und der Osteopathin und Heilpraktikerin Susanne Görke geht es um die Ursachen für Blockaden im Brustwirbelsäulenbereich. Susanne Görke ist fachliche Leiterin der Kura Akademie für osteopathische Fort- und Weiterbildung und gibt ihr Wissen in zahlreichen Kursen sowie Fortbildungsreihen weiter. Vergiss nicht, auf unserem Kanal bekommst du mehrmals pro Woche neue spannende Videos zu verschiedenen Medizin- und Gesundheitsthemen zu sehen. Wenn du also nichts verpassen möchtest, dann lass uns gerne jetzt gleich hier ein Abo da. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interviewausschnitt. Wie viele unentdeckte oder wie viele Patienten kommen so zu dir im Schnitt, die tatsächlich auch mit der Brustwirbelsäule Probleme haben und das aber gar nicht so auf dem Schirm haben? Ja, sehr, sehr. Also viele, muss ich sagen. Also ich kann das jetzt schwer in Prozentzahlen festmachen, aber ich würde jetzt mal sagen, 80% der Leute, die mit Kopfschmerzen kommen, ja, und mit Schulter-Nackenbeschwerden kommen, denn das ist ja die Zone, wo sich häufig die Beschwerden so manifestieren, wo sie eben dann nicht mehr wirklich gehen. Die Reihenfolge oftmals bei Patienten ist ja erst Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule oder im Becken. Ja, dann wird kompensiert. Irgendwie kriegen wir das hin, darüber hinwegzugehen. Dann geht es langsam so ein bisschen höher in Richtung Thorax oder in Richtung Schultern. Und dann hier oben ist irgendwie Ende. Darüber ist nicht mehr viel, was noch kompensiert werden kann. Ja, und deshalb sind diese Beschwerden an Schulter, Nacken oder im Bereich der Halswirbelsäule auch so manifest und gehen dann auch nicht mehr von alleine weg. Ja, und es reicht dann auch oft nicht aus, hier nur mal über eine Massage zu entlasten oder so ein bisschen die Spannung rauszunehmen aus der Muskulatur, weil es entsteht ja immer wieder neu dieses Fehlmuster oder diese Fehlhaltung, die der Patient hat. Ja, die hält selbst aufrecht. Ne? Und deshalb viele sind dann immer überrascht, ach ja, was haben Sie denn da gefunden? Das habe ich ja so gar nicht gemerkt, denn wenn man dann die Brustwirbel entsprechend untersucht und auch auf Schmerz untersucht oder auf Festigkeit, nein, das, ja, aber das tut richtig weh. Also ja, das sind so stumme Zonen, die sich dann auch erst in der Untersuchung und in der Befundung zeigen. Ja, spannend. Also tatsächlich würdest du dann auch als Osteopathin einfach so einfach, also palpatorisch mit den Händen über den Bereich gehen und dann auch schauen, wo sind Aufquellungen, Einziehungen, manchmal vielleicht auch Missempfindungen oder Taubheitsgefühle, kann sowas auch entstehen? Genau. Also wir untersuchen mit unseren Händen, das ist ja das Besondere an der Osteopathie, dass wir eben tatsächlich ins Wahrnehmen gehen, in das Erspüren gehen von Auffälligkeiten, ja, und auch von Gewebeauffälligkeiten. Und eben bei der Brustwirbelsäule oder generell in der Wirbelsäule, palpiert man, ja, also untersucht die Bereiche um den Wirbel herum. Man schaut sich den Wirbel an sich an. Ist der schmerzhaft? Ist der Dornfortsatz schmerzhaft? Wie ist die Umgebung? Eben gibt es Einziehungen? Gibt es Aufquellungen? Wie ist die Beweglichkeit vor allen Dingen? Ja, also lässt sich dieses Segment bewegen oder ist es fixiert? Und dann entsprechend eben, das ist das Spannende an der Brustwirbelsäule, dass diese Segmente ja häufig auch Organen zugeordnet sind. Ja, dass du eben von den einzelnen Segmenten der Brustwirbelsäule auf Organkomplexe zurückverfolgen kannst. Gibt es vielleicht eine Störung im Bereich des Verdauungssystems oder im Bereich der Atemwege oder des Herzens, ja, und das müssen jetzt noch keine schwere Erkrankungen sein. Und es kann sein, dass es einfach eine Funktionsstörung gibt, die sich zeigt in der Aufhängung, in der Befestigung des Organs, in ihrer Faszie, in ihren bindegewebigen Strukturen. Die sind ja entsprechend auch gehalten, ja, und eben über Nervenfasern, und das ist das Interessante, verbunden bis hinauf wieder zum Rückenmark, auch in der Brustwirbelsäule, ja. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können.
Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Und beides kann sein. Es kann sein, dass eine Dysfunktion, die vielleicht durch eine Fehlhaltung, durch ein Fehlhaltungsmuster entstanden ist, sich ungünstig auswirkt, eben darüber, dass dort eine Festigkeit ist, eine erhöhte Muskelspannung ist und somit auch die Nervenfasern irritiert sein können, die jetzt eigentlich die Informationen weiterleiten sollen zum Organ, ja, und dadurch eine Störung im Organbereich entsteht. Oder auch umgekehrt aus der Peripherie, also vom Organ her, eine Fehlfunktion wieder hinaufgemeldet wird in Richtung Rückenmark und somit auch auf die Höhe Brustwirbelsäule, die dann gewertet wird oder auch beantwortet wird mit einer erhöhten Spannung, die wieder die Beweglichkeit einschränkt an der Wirbelsäule. Ja. Hättest du da so ein Beispiel vielleicht? Also ich glaube, es ist für die, die in dem Thema drin sind, ganz klar, aber für viele, die damit noch nie was zu tun gehabt haben, vielleicht schwer sich vorstellen. Hast du so ein Beispiel aus der Praxis? Also was mir sehr häufig in der Praxis gerade in den letzten Jahren begegnet sind, ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja, das heißt, viele, viele Patienten sind empfindlich oder haben tatsächlich richtige Unverträglichkeiten, was bestimmte Nahrungsmittel angeht. Und demzufolge reagiert dann das Verdauungssystem, unser Magen-Darm-System, mit einer erhöhten Spannung. Ja, es muss ja jetzt gegen diese Unverträglichkeit reagieren oder überhaupt reagieren auf diese Unverträglichkeit. Das heißt, es kann sein, dass Patienten eben entsprechend Nahrung aufnehmen, zum Beispiel eine Laktoseintoleranz, ja, haben und sofort eine erhöhte Spannung, ein Blähungsgefühl im Magen entsteht, ja, weil jetzt, sag ich mal, ganz ungünstige Gasverhältnisse sozusagen als Antwort kommen auf diese Unverträglichkeit. Und diese Anspannung des Organs, ja, wird jetzt eben entsprechend dann wieder zurückgemeldet. Moment, ich habe hier Spannung, hier ist viel zu viel Tonus. Ja, mein Magen kann nicht so gut arbeiten oder ist überfordert. Wir nennen es auch Überlastung, ja, dann entsprechend des Organs, wird dann zurückgemeldet in die mittlere Brustwirbelsäule, sodass dann in Höhe vom 4., 5., manchmal auch 6. Brustwirbel tatsächlich Schmerzen entstehen oder aber auch eine Blockade, wie die Patienten das dann nennen, und sich immer wieder dort Festigkeiten manifestieren. Und das fällt vor allen Dingen darüber auf, dass die Patienten sagen, ich habe immer mal wieder Schmerzen. Ja, also sie kommen nicht und sagen, ich habe mich gestern verhoben oder ich habe meine Küchenwand gestrichen und seitdem habe ich Schmerzen dort, sondern sie sagen, ich habe die immer mal wieder. Und das ist für mich häufig so ein Zeichen, dass es eben jetzt nicht den einen Auslöser gibt und auch nicht nur die Fehlbelastung ist des Körpers und der Wirbelsäule, sondern dass es tatsächlich noch andere Ursachen gibt, zum Beispiel aus einem Organkomplex, die als das Störfeld zusätzlich aufrechthalten. Ja. Das ist interessant. Und grundsätzlich ist es so, dass es meistens nie nur eine Sache ist. Das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Ja, also es gibt nicht diese eine Ursache, sondern unser Körper ist zum Glück in der Lage, unglaublich viel zu kompensieren. Das heißt, viele Einschränkungen, viele kleine Störungen merken wir gar nicht. Glücklicherweise. Ja, das heißt, unser System will kompensieren und will uns gar nicht belasten mit Schmerzen oder mit irgendwelchen Spannungen, die nicht optimal sind. Aber wenn sich die Belastungen summieren, ja, so wie im Leben, es ist ja auch häufig, es kommen viele Dinge zusammen und irgendwann fällt es um, ja, irgendwann fällt das Kartenhaus und wir können das eigentlich nicht mehr halten. So ist es auch bei uns oder so reagiert auch unser Körper. Ja, das ist meistens eine Verbindung ist aus mehreren ungünstigen Faktoren, die zusammenkommen, die dann entsprechend sich zeigen am Ende über Schmerzen, die nicht mehr so richtig weggehen wollen. Die bleiben dann einfach. Ja, die lassen sich auch dann nicht so leicht durch Übungen beeinflussen, ja, sondern der Teufelskreis ist angelaufen und der Teufelskreis bleibt dann auch und hält sich selbst aufrecht. Ja. Was machst du mit Patienten und Patientinnen, die kommen und sagen, also sie sind ja Osteopathin, ich habe gehört, man braucht nur so 1 bis 2 Behandlungen
Und dann ist alles wieder gut. Ja. Was gibst du dem denn so mit? Ja, da muss man sehr vorsichtig sein natürlich, dass man ihn nicht auf die Füße tritt und sagt, naja, was stellen Sie sich denn jetzt vor? Also das, was ich eben gesagt habe, deshalb gute Nachfrage auch, das ist ja über viele Jahre entstanden. Ja, also das ist eben auch etwas, das nicht über 3 Wochen entstanden ist, sondern über viele Jahre. Und deshalb auch, das nicht heißt, dass wir jetzt viele Jahre brauchen, um es zu behandeln, damit es wieder weggeht, aber es braucht so seine Zeit, damit es wieder belastungsstabil wird. Also es ist relativ einfach, einen Patienten aus seinem Schmerzgeschehen herauszuholen über 1 oder 2 Behandlungen. Das finde ich nicht so herausfordernd. Ja, das ist leicht, wenn man ein guter Osteopath ist. Aber dafür zu sorgen, dass die Patienten wirklich belastungsstabil bleiben, also dass sie möglichst lange keine Beschwerden haben oder eben auch so sensibilisiert sind jetzt wieder in ihrem eigenen Körpergefühl und sich entsprechend wieder besser spüren können, dass sie merken, so, jetzt ist es Zeit, dass ich wieder selber etwas tue oder jetzt ist es auch Zeit, dass ich wieder zu einer Behandlung gehe und nicht so lange warten, bis es wieder sehr aufwendig wird, die Patienten zu behandeln. Und je nachdem, was ich so eben auch für ein Feedback nach der ersten Behandlung habe, kann ich dann mit den Patienten sprechen. Ich kündige meistens in der ersten Behandlung jetzt nicht an, oh, das wird jetzt eine lange Zeit, die wir miteinander zu tun haben oder so, sondern ich warte erstmal ab, wie reagiert der Patient oder die Patientin, was gibt sie mir als Rückmeldung nach der ersten Behandlung, dann sehe ich ja auch, wie reagiert sie auf meine Behandlung, ja, und wie lange hat jetzt, sage ich mal, die Entlastung gehalten, wie schnell kamen die Schmerzen wieder und dann kann ich auch so allmählich abschätzen, ja, wie lange werden wir uns wohl sehen? Das war's mit unserem heutigen Video. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, lade ich dich ganz herzlich zu unserem Kanal ein. Dort erwarten dich auch weitere spannende und informative Videos. Wenn du keines dieser Videos verpassen willst und immer auf dem aktuellen Stand bleiben möchtest, dann abonniere uns doch einfach am besten gleich. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar und teile deine Meinung zu dem heutigen Thema mit anderen aus unserer Community. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.